So, ja, es geht weiter mit Let's Play Nerim. Die letzte Aufnahme ist gerade mal 2 Sekunden her und ich habe noch was am Ende sagen wollen. Das war nur ein oder so. Mehr wollte ich gar nicht sagen. So, oder so. Wir sehen uns jetzt erstmal in der Stadt um und ich stelle nochmal die Uhr. So. Einfach damit ich direkt den Blick habe. So, und wir wollen auch natürlich gleich mal beim Warenhändler nachsehen. Information zur staatlichen Vermögensbegrenzungsbehörde. Werte Bürger Ostians, der Tempel hat im Namen des Schöpfers gehandelt und so in Ostian die staatliche Vermögensbegrenzungsbehörde installiert. Mit Reichtum, Wohlstand und Geiz handelt es sich um eklige und trübe Einflüsse in den klaren Bergsee des Glaubens, die den Menschen nicht zustehen. Zur Besichtigung unseres... Ja, ich habe euch schon im letzten Part was über meine Lesefähigkeiten am späten Abend gesagt. Zur Besichtigung unseres Herrn hat der Tempel auf diese Unwürde der Menschheit reagiert. Die staatliche Vermögensbegrenzungsbehörde dient dazu, das Volk von Ostian im Namen des Tempels von unnötigen und überflüssigen Reichtümern zu befreien, weil sie die Geister der Bürger noch mehr korrumpieren, als sie es ohnehin schon sind. Dazu hat der Tempel die besten Vermögensbegrenzer des Landes rekrutiert, welche freiwilligen Hehlern gerne das Handwerk der Vermögensbegrenzung lehren. Im Falle freiwilliger Abgabe überflüssiger Reichtümer erstattet die Vermögensbegrenzungsbehörde dies mit einem Vergebungsgebet, um den Zorn des Schöpfers auf unwürdige Schatzanhäufer zu mindern. Aha, das ist die Behörde. Seh's mich mal um. Ja, bitte, was kann... Sucht euch in Ruhe. Du hast doch sicherlich was zu verkaufen. So, ich werde jetzt dafür sorgen, dass du Geld bekommst. Ich werde jetzt was verkaufen. Sie gibt mir ja Geld. Fail. So. Ich verkaufe. Nein! War das nicht meine Silber. Nein, ich glaube nicht, dass es meine Silberklemmer war. Ich glaube, die habe ich ja gar nicht dabei. Ich hoffe es. Auf jeden Fall verkaufe ich erstmal alles hier. So, alles, was nicht mehr nötig ist, verkaufe ich gerne. Und dann... ja. ich bin auch gerade nicht ganz bei der Sache. Sorry. Ja. Erstmal verkaufen. Punkt. Und ja, die Erkansteine kann man gut verkaufen. No Name Nemo, hast ja gefragt nach dem Gewicht. Die sind 0,6 schwer. Und kann man für gutes Geld wirklich verkaufen. Dadurch habe ich auch relativ viel Geld in letzter Zeit angesammelt. Bis zum nächsten. Und ja, ich verkaufe auch die Arkansteine, einfach weil. Weil ich es kann. Ja. Ja. Genau. Weil ich es kann. Erstmal werde ich auch noch meine Rüstung reparieren und das Lehrbuch verwenden. So. Und ein paar Hämmer verwenden. Damit ich ein bisschen mehr Gewicht reduzieren kann. Aber seht euch das an. Ich habe 85 Lernpunkte. Was das alles ergeben kann in Fertigkeiten. Mal sehen. Schauen wir mal hier rein. Schauen wir mal kurz rein und gucken uns mal an, was ich schon gelernt habe, was ich kann, was ich noch nicht kann. Die Gegenstände habe ich. Ich habe sie nur nicht da, nicht hier. Schmieden. Ja. Kochen. Glaubt, das kommt noch oder ist schon eingefügt? Ich weiß es nicht mehr. Jagdfertigkeiten kann ich alle.
Ich kann Fell abziehen, Herz entnehmen und so. Ich habe bis zu Grad 4 alle Zaubergrade. Und wie war das noch gleich? Alle 7 Stufen gibt es einen 9. Grad. Das heißt, ich kann jetzt 4 Stufen. Aber dann müsste es doch Level 28 sein. Ja, ich bin 27. Moment. Mal eine kleine Rechenaufgabe. Ich bin Stufe 27 und habe mittlerweile 4 Zaubergrad-Ränge. 4 Zauberringe inne. Was ergibt das? 4 durch, was lässt sich 4 mal nehmen? Ich rechne es jetzt nicht. Ihr sollt das mal rechnen. Ja. Na egal. Das waren dann nicht alle 7 Stufen, oder? Oder es kann sein, einfach, dass ich was vergessen habe und. Na, wir können ja auch glauben. Ach, stimmt. Es liegt ja daran, dass man ja den ersten Zaubergrad schon von Anfang an beherrscht. Ja, 0 praktisch. 7, 14, 21. Und dann mit 28 erreichen wir dann wohl Stufe 5. So könnte ich es mir erklären. So. Das wäre jedenfalls das, womit ich es mir am besten erklären könnte. Und irgendwo an der Küste hier ist der... Ihr wisst, wen ich meine... Ah, hier ist eine sichere Truhe. Da kannst du dann nochmal reingucken, ob ich... Ich vielleicht auch eine Silberklemme noch da habe. Da ist Apokalypse. Und warum ich sie nicht dabei habe, der Grund, sieht viel stärker als diese Waffe. Ja, gäbe es etwas, was ich mitnehmen könnte? An sich nicht. Der militärische Sternlingsbogen. Ja, ich habe einen Bogen. Ich habe den Bogen mit dabei. Sind genau gleich stark. Seraphenschwert, Silberklemmo. Okay. Gut. Schlechte Axt des Blutfürsten. Nehme ich. Habe ich nicht mitgenommen, weil. Ja. Lohnt sich nicht. Der Südreichsdegen. Teldor schlechter. Ich habe so vieles Zeug hier. Ach ja, kannst hier mal. Die Verbandsenrobe reinpacken. Und was noch? Eterna-Pfeile. Habe ich noch welche hier? Eventuell. Nein? Gut. Dann war's das. Und ich glaube, hier ist auch Callisto. Ja, das ist das Haus am Hafen. Da ist er. Ich denke, wir folgen der Hauptquest und werden aber auch nebenher oder bei nächster Gelegenheit das mit den... Ah, da ja. Seid ihr ja. Ich denke, wir sollten uns jetzt an unsere Aufgabe machen. Nun, Arantial hat mir vor unserem Aufbruch einen Brief gegeben und ich habe ihn bereits gelesen. Hör zu. Der zentrale Punkt des Plans ist es, die gespannte Stimmung hier auszunutzen, um letztendlich eine Revolution auszulösen. Das Volk, der Pöbel, ist stets der willigste Helfer einer jeden Diktatur. Doch auch deren größte Gefahr. Darauf läuft es hinaus. Ihr habt vielleicht schon die Statue auf dem Stadtplatz gesehen. Ja. Ja. Schön scheußlich, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall hat dieser Steinhaufen eine große Bedeutung. Er ist das Symbol für diese abartigen Lehren des Tempels. Und so wird die Statue auch behandelt, den Soldaten nachzuurteilen. Nun, wir brauchen einen Auslöser für die Revolution. Und was würde sich besser eignen, als diese vermaledeite Skulptur in die Luft zu jagen? Ja. Ist doch nur eine Statue. Wie soll es eine Revolution auslösen, wenn man eine Statue sprengt? Sie ist in erster Linie ein Symbol. Sie steht für den Tempel. Ich hoffe, die sind nicht zu leise. Aber ihr könnt es ja lesen. Die Sprengung eines Symbols. Das ganze Land verändern. Wenn ihr meint. Natürlich. Ein Mensch mag unberechenbar sein. Ein ganzes Volk dagegen macht immer das, was man von ihm erwartet.
Wir sprengen also diese Statue. Hm. Dazu brauchen wir Sprengstoff und jemanden, der damit umgehen kann. Mhm. Viel wichtiger wird es aber sein, dafür zu sorgen, dass weniger Soldaten um die Statue herum und in der Stadt allgemein sind. Hm. Wir werden die Wachen vergiften. Nicht tödlich. Arantial will unnötige Opfer vermeiden. Hm. Nun, da es am leichtesten wäre, den Soldaten das Gift über die Nahrung zuzufügen, und diese ganz zufällig im Tempel zubereitet wird, werden wir als erstes in den Tempel eindringen. In den Tempel? Wir brechen in das bestbewachte Gebäude von ganz Nerim ein. Durchaus. Und wenn dir das nicht passt, hast du eben Pech gehabt. Und wo sollen wir das Gift hernehmen? Wir bereiten es selbst zu. Und die Zutaten suchen wir uns im Tempel zusammen. Arantial hat mir da ein Rezept gegeben. Ah, Alchemie. Ich muss mir aber noch was überlegen, wie wir in den Tempel reinkommen. Das wird seine Zeit dauern. Ihr könnt euch also noch ein wenig hier umsehen. Stellt aber keinen Unsinn an und bleibt unauffällig. Klar. Jawohl, Herr Offizier. Callisto hat uns Arantials Plan für das Südreich eröffnet. Er will, dass wir die Statue im Zentrum Ostians sprengen und eine Revolution auslösen. Zuerst müssen wir aber die Wachbesetzung in Ostian dezimieren, indem wir Gift in die Nahrungsvorräte der Tempelwachen mischen. Callisto wird sich dazu einen Plan ausdenken. In ein paar Tagen dürfte er damit fertig sein. Ich sollte die Zeit nutzen, um mich umzusehen und passende Ausrüstung zu finden. Am besten, ihr habt Stufe 20 oder mehr erreicht. Gut, die haben wir zum Glück erreicht. Stufe 20 oder mehr. Wir können uns also noch ein bisschen umsehen. Ich werde aber ein bisschen kämpfen, denke ich, weil zusammen mit ihr sollte das leichter fallen. Mir das leichter fallen. Und außerdem können wir uns jetzt problemlos an die benannte Quest machen, bei der wir ja nach den Statuen suchen. Nach diesen Monumenten da suchen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Wüste ein sehr gefährliches Gebiet sein wird. Und ich werde auch nur so weit gehen, wie ich gehen muss, um die um das Monument zu finden. So. Ja, wie gesagt, es dauert jetzt ein paar Tage, dann hat er eine Lösung. Das habe ich auch gelesen. Ja, wie gesagt, es dauert noch ein wenig. Ein paar Tage. Und so lange haben wir jetzt Zeit, um zu trainieren. Und ich würde sagen, das nutzen wir auch. Ich werde, wie gesagt, hier in keine Dungeons gehen, aber ich werde versuchen, möglichst bald einen Teleportplatz hier zu finden, wenn es denn einen gibt. Und dann, sobald ich kann, mich zurückporten, ins Mittelreich, wo wir hergekommen sind. Und ich kann den Gegner sehen. Ja, ich wollte erst sagen, ich kann den Gegner nicht sehen, aber letztendlich konnte ich ihn ja sehen. So, ein paar Gegner metzeln. Ja, die Erfahrungspunkte bekommst du jetzt nicht alleine, aber ja. Wenn ich mir die Stadt hier so ansehe, erinnert sie mich ein bisschen an die Kaiserstadt, aber nur ein bisschen. Mehr an Wiel. Ich denk, weiß nicht, ob ihr die Städte kennt, an Wiel und die Kaiserstadt vielleicht schon. Ich werde vielleicht ein Let's Play von Oblivion machen, aber dann mit ein paar ausgewählten Mods, die das Spiel nicht zu sehr beeinflussen werden. Nur geringfügig, insofern als dass zum Beispiel neue Texturen für Bücher zum Beispiel. Sonstige Dinge halt. Also nichts Schwerwiegendes, sondern mehr so Kleinigkeiten wie eben benannte Bücheränderungen. Werde ich eventuell noch machen. Ich weiß es nur noch nicht. Wie und wann. Dritte Verkündung, der Regen. Eine Frau kaufte auf dem Markt ein. Doch als sie sich auf dem Weg nach Hause befand, da begann es stark zu regnen. Sofort rannte sie in einen nahen Tempel, um der Nässe zu entgehen. Im Tempel selbst tat sie scheinheilig so, als wäre sie nicht wegen des Regens hineingegangen, murmelte ein falsches Gebet. Der Priester durchblickte ihre Täuschung sofort und stellte sie zur Rede. »Was fällt dir ein,
Was fällt dir ein, den Ort des Schöpfers aufzusuchen, nur weil du dem Unangenehm entfliehen willst? Wenn du ihm dienen willst, musst du die Qual und die Pein suchen. Wenn du nicht einmal den Regen ertragen kannst, wie willst du dann vom Schöpfer erwarten, dass er dir noch, dass er dir nach deinem Tode ein besseres Leben gewährt? Und als fangen die Frau, ihre Einkäufe in die Gosse zu werfen und völlig nackt auf allen Vieren durch den Regen in ihr Haus zu kriechen. Und als sie dort ankam, hatte sie nichts zu essen und vor, doch sie spürte, wie sie dem Schöpfer näher gekommen war, und nur das zählte. Aha. Das Buch nehme ich mit, wieder ein Buch zum Lesen. Yo, ho. Und ihr seht es vielleicht auf der Minimap. Unmengen Dungeons, Höhlen, die wir erkunden können. Und ich glaube, ich werde tatsächlich doch auch ein paar angehen. Gerade weil ich knapp auf dem Mindestlevel bin, fehlt mir nicht so viel. Und wir werden, wie gesagt, auch weiterhin diese Monumente suchen. Es ruckelt. So. Monumente suchen. Monumente suchen. Ich glaube, mein PC reagiert auf das Wort. Monumente suchen. Jetzt tut er so, als wäre nichts passiert, wisst ihr? Jetzt tut er so scheinheilig, als wäre alles in Ordnung. Und sobald ich wieder Monumente suchen sage. Monumente suchen. Komisch. Warum will er nicht? Hey, da unten. Sehr schön. Da haben wir das nächste. Kim ist da. So, dann gehen wir da runter und gehen zu dem nächsten Monument. So. Und ich sehe schon einen Gegner. Aber ihr seht, der Gegner hat nicht viel Chancen gegen uns. Gerade weil wir so stark sind. Oh Gott. Ein Deadroff. Ihr wisst vielleicht nicht, was ein Deadroff ist. Jetzt wisst ihr es. Nee, das ist kein Deadroff. Oder wenn dann ein sehr. Was ist das? Das ist aber ein sehr veränderter Ebenenreiter. Wie hießen die? Verdammt, hab's vergessen. Egal, scheiß drauf. Die sechste Verkündung. Und wer ist das? Seid ihr gekommen, um. Arkan, der kann uns den Arkan fortbilden. Dann nehme ich doch mal gerade an. So. Okay, nächstes Monument. Ja, ihr seht, ich habe sehr viele Kosten. Kosten pro Skillpunkt gerade 162, also habe ich gerade mal 810 Gold ausgeben. Nur fürs Lernen von 5, erhalten von 5 Punkten. Der Knecht. Ein Knecht ließ sich etwas zu Schulden kommen, wodurch sein Herr viel Geld verlor. Daraufhin schlug der Herr den Knecht mit einem Stock fast zu Tode. Der Schöpfer sah dies und griff nicht ein, denn der Knecht hatte seine Strafe verdient und der Herr war im Rest. Monate später aber erschlug der Herr im Raus süßer Getränke die Frau des Knechtes. Dieser traute sich jedoch nicht, seinen Herrn dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Da schickte der Schöpfer einen Gesandten aus, der auf den Knecht einsprach. Eine Strafe kommt jedem zu, ob Herr oder Knecht, solange er nur schuldig ist. Denn für den Schöpfer sind die Menschen alle unwürdige Knechte. Da es seine Frau war, die er tötete, kannst auch du dir aussuchen, auf welche Art du deinen Herrn bestrafen willst. Nur musst du die Tat mit einer angemessenen Bestrafung vergelten, so will es der Schöpfer. Und am Tag darauf ging der Knecht zum Herrn, als dieser noch lief, und fesselte ihn mit Seilen im Bett fest. Dann nahm er einen Stock zur Hand und schlug so lange auf seinen Herrn ein, bis der nicht mehr atmete. Sechste Verkündung gelesen. Alles so Sauergeschichten. Aber irgendwie haben sie ihre bestechende Logik. So, wo könnte die letzte Verkündung sein? Vielleicht decke ich die Verkündung ja jetzt schneller, in dem Fall, wenn ich mir die Quest. Oh, ich habe sie mir aktiv geschaltet. Ja, was habe ich denn schon gelesen? Ich habe die erste, die zweite, die dritte, die sechste, die fünfte,
5, 1, 2, 3, 5, 6. Fehlen noch 4 und 7, würde ich sagen. Ja, würde ich mal meinen. Und wo sie sind, ist nicht ersichtlich. Schade. Gut, aber an dieser Stelle mache ich wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Nerim. Dann suchen wir die letzten beiden Monumente und trainieren noch ein wenig weiter. Mindestens bis wir auf den nächsten zwei Levels sind. Oder wenigstens einen Level weiter sind. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch, sobald es dann geht, die nächste Main Quest an. Weil ich will möglichst ja, schnell auch weiterkommen jetzt. Okay, also. Ja, ich sag mal an dieser Stelle ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Seraphon LP. Tschüss.